Die Katalognummer 28. Maradona, fünfjähriger Sohn des De Niro, West Point, Crack C, Action. Ebenfalls hochdekorierter Mutterstamm, der hier zugrunde liegt, unter anderem der gekürte Hengst Olivi, der Sohn des Chess, der ebenfalls bis zum Grand Prix Sport hoch erfolgreich ist, sowie Federico Utopia von Windner bis Inter 1 hoch erfolgreich. Die Katalognummer 28, Maradona, nun unter dem Sattel von Falk. Ja, und Maradona, schon fünfjährig, ein Pferd, das sicherlich viel Potenzial mitbringt, aber wo man auch sagen muss, Achtung, wir müssen immer sehen, dass wir die Losgelassenheit in den Vordergrund unserer Ausbildung stellen. Und die Losgelassenheit müssen wir eigentlich in jedem Augenblick spüren. Und insofern ist es ganz interessant, die beiden mal zu beobachten. Die kennen sich nicht. Die haben sich hier eben gerade zusammengefunden. Und das ist ganz interessant, mal zu sehen, wie er Maradona reitet, diesen Wallach, der hoch motiviert ist, um nicht zu sagen höchst motiviert ist. Jawohl, gib ihm mal so dieses Gefühl, sich entspannen zu können. Das ist so ein junges Pferd, der eigentlich mehr anbietet, mehr will, als man als Reiter überhaupt nur denkt, von ihm zu fordern. Darf ich ihn einmal im leichten Traben bitte sehen, Falk? Versuche ihn mal leicht zu traben. So, geh mal über. So, jetzt entspannt er sich ein bisschen, weil er eben gemistet hat. Oh je, jetzt sieht er die Kamera. Kein Problem. Jawohl, das ist genau richtig. Pferdegerechtes Reiten, ihn dann wieder zu klopfen, damit er, soweit es möglich ist, sich entspannt. So, jetzt bleibt mal hier oben auf dem Zirkel bitte. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir die Zügel mal eine Idee länger lassen können. Dass er sich so eine kleine Idee mehr nach vorwärts, abwärts dehnt. Nicht? So, so, ja, genau. Wir müssen ihm einfach Vertrauen geben, ihm ein gutes Gefühl geben, damit er wirklich anfängt, sich loszulassen. Nicht? Noch ist das leider nicht der Fall. So, so, wenn du Gefühl hast dafür, galoppier mal an. Mal sehen, ob wir da im Galopp eine Ebene weiterkommen. Manchmal ist es so, dass das Galoppieren den Pferden gut tut und dann das Niveau der Entspannung besser ist. So, galoppier mal an. Jawohl. Ja, aber auch das Angaloppieren ist schon so ein bisschen in sich festgehalten. Jawohl. So. Okay. So, jawohl, jawohl, jawohl. Guck mal, das ist schon besser. Hier jetzt an der Kamera vorbeigekommen. Wunderbar. Jawohl. So. Und dann geh mal vor mit beiden Händen, streich über. So. Ja, dass wir ihn klopfen, überstreichen, ihm immer wieder ein gutes Gefühl geben. Das ist wichtig. Gutes Gefühl. Gutes Gefühl. So. So, so, jawohl, prima, wunderbar. Ich glaube, dieses Galoppieren, das tut dem Pferd gut und das ist auch der Tipp von meiner Seite für den künftigen Besitzer, die künftige Besitzerin, den viel zu galoppieren. Das Galoppieren tut ihm gut. Und das würde ich noch mal gerne mit dir auf der linken Hand das Gleiche probieren. Galoppieren. Jawohl. So, so. Nicht immer wieder sehen, dass wir ihn öffnen im Ganaschenwinkel und ihm ein entspanntes Gefühl geben. So, und bleib mal auf dem Zirkel. Genauso, wunderbar, top. In das Entlasten übergehen.
So, und dann, wenn du ein gutes Gefühl hast, übertrapp allmählich in den Schritt übergehen und dann wollen wir uns den Schritt nochmal gemeinsam ansehen. So, sehr schön. Lass mal, wenn möglich, die Zügel eine Idee länger. Das ist die Herausforderung bei diesem Pferd. Dass man ihn wirklich am Ende des Tages, so, jetzt wird es besser, mit einem langen Zügel reiten kann. Immer länger lassen. Und dann weich in den Schritt hinein traben. Ja, this is a horse which has so much potential. You see the transition with potential for half steps, but this is nothing when the horse has tension. So, interesting, in the walk, horse has a little bit more relaxation than in the trot, and in the canter, so, this horse needs time to relax, and I'm sure the more relaxed he is, the more the rider will be able to produce everything. Though, yeah, that's it. Longer rein, pet him, and then, Falk, thank you very much indeed for presenting us Maradona. Now in the walk, I love it. I love the walk. So, Sie sehen, meine Damen und Herren, jetzt fängt der an, sich zu entspannen. Für so ein junges Pferd gar nicht einfach. Allein hier in der Halle, auch wenn der schon 5 ist, da gibt es Pferde, die sind 3-jährig, wie wir gesehen haben hier in der Präsentation. Die waren entspannter als er, aber das heißt nicht, dass er ein schlechtes Pferd ist. Aber die Herausforderung ist schon eine besondere und das ist sicherlich ein Pferd, das schon einen wirklich weit ausgebildeten Reiter braucht, um mit diesem Pferd dann auch reiterlich am Ende des Tages voranzukommen. Dankeschön, Katalog Nummer 28, Maradona mit Falk im Sattel.